Trailrunning ist in. Das hat sich einmal mehr beim größten Event des Landes, beim Piz Alpine Glacier Trail, gezeigt. Mehr als 1000 Laufbegeisterte haben im hochalpinen Gelände im Piztal viele Strapazen auf sich genommen und eindrucksvoll ihr Können unter Beweis gestellt. Sie kommen aus allen Teilen der Welt und sie haben eine gemeinsame Leidenschaft: Laufen. Das Piztal setzt seit Jahren auf diesen Trend. Und so ist die heurige 10. Jubiläumsausgabe mit gut 1000 Läufern ausverkauft. Die Herausforderung im hochalpinen Gelände ist für alle eine große. Schließlich ist man auf dem Dach Tirols unterwegs. Auf mehr als 3000 Metern gilt es, den Gletscher schnell und sicher zu überqueren. Ich würde mal sagen, generell einfach durch die Nacht laufen. Unterschiedlichste Herausforderungen, die da einfach mit einhergehen. Kein Schlaf, du siehst relativ wenig. Heute haben wir oben super viel Nebel gehabt. Dann über den Gletscher laufen, ist eine riesen Herausforderung. Man muss einfach wissen, was man da tut. Super technisch, es sind relativ wenig Forstautobahnen. Du musst immer aufpassen. Mich hat es dreimal abgelegt heute. Ich meine, es ist sehr, sehr technisch spannend. Es geht auf 3,050 auf. Wir sind immer starren auf Blockgelände, nass, letten, keine Ahnung. Alpensalamander, auf alles hat man aufpassen müssen. Ja, stimmt. Die Königsdisziplin führt über mehr als 100 Kilometer und über gut 6000 Höhenmeter. Einer trotzt allen Widerständen. Und das, obwohl er vor 2 Wochen bereits einen 250 Kilometer langen Ultratrail absolviert hat. Florian Grasl schafft mit knapp 16 Stunden eine unglaubliche Zeit. Und es war also ziemlich anstrengend. Also die Strecke war heute echt herausfordernd. Also jeder, der ein Stück davon gelaufen ist, ist schon Held. Es war echt anspruchsvoll. Es wurde schon viel Rennen auf der Welt gerannt. Aber ja, heute war schon einiges dabei.